Ozon und Sport gehören nicht zusammen. Ozon ist ein giftiges, reaktionsfähiges Gas, was die Atemwege reizen kann. Husten, Atemnot, Verschlechterung der Lungenfunktion, bei vorgeschädigten Lungen natürlich auch schwerwiegendere Nebenwirkungen. Wir müssen nur mal auf die Pflanzen schauen. Die Pflanzen schon bei geringen Ozonbelastungen können sich die Blätter verfärben, sie wachsen schlechter. Nur man muss nicht immer im Internet schauen. Man weiß, bei starker Sonneneinstrahlung, insbesondere in den Monaten Mai bis September und den Uhrzeiten 14 bis 17 Uhr, sind die Ozonwerte hoch. Gerade im Wald ist durch die Vegetation mit Vorläufersubstanzen, Kohlenwasserstoffen, was da alles entsteht, die Ozonbelastung unter Umständen höher als in der Stadt. Ich laufe morgens. Es ist wunderschön, morgens um 5, halb 5 Uhr zu laufen. Aufgehende Sonne, schöne Luft, Ozonbelastung mit am niedrigsten.